Guten Abend, Hamburg! Das Urteil, Bewährungsstrafen im Vergewaltigungsprozess. Oldtimer, neue Messe für Hamburg im kommenden Jahr. Und Elektropionier, Jean-Michel Jarre, begeistert. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Hamburg-Journal. Die Gruppenvergewaltigung eines 14-jährigen Mädchens auf einer Party hatte für Entsetzen in der Stadt gesorgt. Die Täter hatten das bewusstlose Opfer auf einem Hinterhof in der Kälte liegen lassen. Heute fiel am Landgericht das Urteil. Alle noch minderjährigen Angeklagten bekamen Bewährungsstrafen und Therapieauflagen. Dafür bekamen die Richter Beifall, den sie weder erwartet noch erhofft hatten. Man konnte heute den Eindruck gewinnen, die Angehörigen der serbischen Großfamilie feierten die Bewährungsstrafen ihrer Söhne, Brüder und Vettern wie einen Freispruch. Die Stimmung nach der Urteilsverkündung euphorisch. Wieso? Er kommt bald raus. Ist schon okay. Fast alle kommen bald raus. Das Gericht verurteilte die 14- bis 17-Jährigen zu Bewährungsstrafen zwischen einem und zwei Jahren. Als unter einigen Angehörigen Beifall aufbrandete, drohte der Richter den Zuschauern mit Ordnungshaft. Denn die Tat der Jugendlichen wiegt schwer. Die meisten legten ein Geständnis ab, das Mädchen sexuell schwer missbraucht zu haben. Es geschah im vergangenen Januar in Harburg auf einer Geburtstagsfeier in diesem Haus. Der Gastgeber war gerade 14 Jahre alt geworden, die Eltern waren nicht daheim. Die Jugendlichen machten hier ein 14-jähriges Mädchen, das sich aus einem Jugendheim geschlichen hatte, offenbar gezielt betrunken. Die Geschädigte hat 7 bis 8 halbe Gläser Whisky getrunken. Sie war infolgedessen volltrunken, sie war hilflos und letztlich widerstandsunfähig. Diesen Zustand haben einige der Angeklagten ausgenutzt und mit der Geschädigten den ungeschützten Geschlechtsverkehr vollzogen. Die Angeklagten, darunter eine Freundin des Opfers, hatten die Tat mit Handys gefilmt. Weil das Opfer zu schreien begann und man fürchtete, Nachbarn könnten die Polizei rufen, zogen zwei der Täter die 14-Jährige auf einem Bettlaken in den Innenhof, wo sie das hilflose Mädchen bei Minusgraden ablegten. Doch hier hörten sie die Nachbarn erst recht und wählten den Notruf. Der einzige erwachsene Täter, ein 21-Jähriger, wurde deshalb heute zu 4 Jahren Haft verurteilt. Die minderjährigen Angeklagten müssen sich Therapien unterziehen, werden teilweise für mindestens 1 Jahr in Jugendeinrichtungen außerhalb Hamburgs untergebracht. Das halte ich für absolut sinnvoll, insbesondere für meinen Mandanten. Das war frühzeitig das Ziel, dass er in eine entsprechende Einrichtung außerhalb von Hamburgs kommt und dort seinen weiteren Weg geht und einen vernünftigen Schulabschluss macht und sich um seine Probleme im Leben kümmert. Mehrere Verteidiger beteuerten heute, im Gegensatz zu den Angehörigen auf dem Gerichtsflur, hätten ihre Mandanten die Schwere ihres Vergehens eingesehen. Das wertete auch das Gericht so. Die Jugendkammer hat im Rahmen der Strafzumessung berücksichtigt, dass die 4 jugendlichen Angeklagten ein Geständnis abgelegt haben. Dieses Geständnis war von Einsicht und Reue getragen. Zudem bescheinigte das Gericht den Jugendlichen eine günstige Sozialprognose. Soll heißen, ohne Haftstrafe sei die Rückfallgefahr geringer. Lange hatte die Hamburger Messe ein großes Geheimnis draus gemacht. Klar war, es soll im kommenden Jahr eine neue Publikumsmesse geben. Aber was für eine bitteschön, hatten viele schon gefragt. Heute nun wurde das Geheimnis endlich gelüftet. Wer heute um kurz vor 10 auf dem Messevorplatz war, konnte erahnen, worum es bei der neuen Messe gehen soll. Genau. Klassiker des Automobilbaus, wie diese Shelby Cobra von 1965. Die Messe hat für den heutigen Pressetermin extra einige Schätzchen aus Hamburger Garagen einrollen lassen. Auch der größte Oldtimer-Händler der Stadt zeigte einige seiner schönsten Stücke. Dieses Mercedes Cabriolet von 1952 gefällt besonders. Dieser Wagen hier zum Beispiel hat eine wahnsinnig schöne Form. Ich sage immer, die meiste Zeit sitzt man im Auto, und so ein Armaturenbrett ist einfach eine Offenbarung. Der Wagen fährt außerordentlich komfortabel, also mit dem können Sie ohne weiteres mal nach München fahren, ohne dass Sie hinterher erschöpft aussteigen. Gleich sollen die Autos noch einmal auf dem Messevorplatz fahren. Leichter gesagt als getan. Das ist der erste. Das war der erste. Ja, und der Rückwärtsgang ist oben drüber. Ziehen, drücken? Nein, gar nicht. Nee, der hat noch kein synchronisiertes Schaltgetriebe. Da sind die Zahnräder noch gerade verzahnt.
Das heißt, man muss zweimal kuppeln, wenn man den Gang wechseln will. Die Autos heute nur ein Vorgeschmack auf das kommende Jahr. Mitte Oktober 2017 nämlich will die Messe Hamburg erstmals Oldtimer auf dem Gelände ausstellen. 3 Tage lang soll sich alles um klassische Automobile drehen, vom Teilehändler bis zu Oldtimer-Kunst und Accessoires. Wir haben hier in der Stadt und um die Stadt herum sozusagen den größten Bestand an Oldtimern, aber auch an Youngtimern, die größte Fangemeinde, die es halt in der Republik gibt. Das ist hier rund in und um Hamburg. Und dann macht es natürlich Sinn, gerade auch wenn man hervorragende Händler hat und Zulieferer hat, so eine Veranstaltung dann hier auch in Hamburg zu machen und zu planen. Wer im kommenden Jahr mit dem eigenen Oldtimer anreist, kann übrigens Parkgebühren sparen. Auf dem Gelände soll es einen extra Parkplatz geben, auf dem Besucher ihre Schätzchen parken können. So werden diese dann Teil der Ausstellung. Wir machen weiter mit den Nachrichten und Christina Gruse. Guten Abend. Nach dem Brand mit einem Toten in einem Hotel am Hauptbahnhof hat das Landgericht den Angeklagten zu 5,5 Jahren Haft verurteilt. Außerdem muss der alkoholabhängige Angeklagte einen Entzug machen. Der Niedersachse hatte gestanden, einen Teppich im Hotel angezündet zu haben. Ein Hotelgast starb in den Flammen, 10 weitere erlitten eine Rauchvergiftung. Es gibt neue Hinweise im Fall des getöteten HSV-Investors Ernst Burmeister. Die Staatsanwaltschaft Stade geht davon aus, dass der Haupttäter ein 25-jähriger Deutsch-Libanese ist. Anfang September wurde der Fruchtgroßhändler bei einem Raubüberfall auf sein Haus in Stade niedergeschlagen und starb an den Verletzungen. 3 Wochen vorher war der Hauptverdächtige zu 3 Jahren Haft wegen eines Raubüberfalls verurteilt worden. Es gab keine Wiederholungsgefahr und auch keine Fluchtgefahr. Er hatte einen festen Wohnsitz, er war geständig und es gab auch keinerlei Vorverurteilung. Mittlerweile hat sich der Verdächtige wohl in den Libanon abgesetzt. Außerdem gibt es Hinweise, dass Burmeisters Enkel in den Fall verstrickt ist. Er hatte seinen Großeltern einen Besuch angekündigt. Er erschien jedoch nicht, sondern die Räuber, denen Burmeister arglos die Tür öffnete. Die Hamburger Modekette Tom Tailor will 300 Filialen hauptsächlich in Deutschland schließen. Die Marke Bonita Man soll mit 70 Läden komplett vom Markt genommen werden. Auch 150 Filialen von Bonita Woman werden geschlossen. Wie viele Stellen abgebaut werden, ist noch nicht klar. Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder eröffnet Ende November mit einer Grundsatzrede zu den deutsch-chinesischen Beziehungen die Konferenz Hamburg Summit China Meets Europe. Er sei stolz, die Nachfolge von Helmut Schmidt als Ehrenvorsitzender der Konferenz anzutreten, erklärte Schröder. Zu der Tagung werden hochrangige Vertreter aus Politik und Wirtschaft erwartet. Im Rahmen eines 5-tägigen Deutschlandbesuchs hat der Präsident von Panama, Juan Carlos Varela, heute Station in Hamburg gemacht. Im Rathaus begrüßte Bürgermeister Scholz den Staatsgast. Die wichtigsten Themen während des anschließenden Gesprächs waren Wirtschaft und Verkehr. Der Bürgermeister interessierte sich unter anderem für den neu eröffneten Panama-Kanal. Später trug sich Varela ins Goldene Buch der Stadt ein. Nach einer Hafenrundfahrt und dem Besuch einer Wirtschaftskonferenz fliegt er heute Abend weiter nach München. Von da aus reist er morgen zurück nach Panama. Danke, Christina, fürs Erste. KUK, so nennen manche die Hamburger Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs von der SPD und Rüdiger Kruse von der CDU. Die beiden hatten vor fast einem Jahr mehr als 100 Millionen Euro locker gemacht beim Haushaltsausschuss des Bundestages für ein deutsches Hafenmuseum, und zwar in Hamburg. Die alte Viermastbark Peking, das Flaggschiff des künftigen Museums, das ist ja schon in Hamburg, in New York, vor der Schrottpresse gerettet worden und bald auf dem Weg nach Hamburg. Und jetzt soll es hier auch mit dem Museum selbst losgehen, und das schon heute. Hamburg hat ja schon ein Hafenmuseum an den 50er Schuppen. Dass das deutsche Hafenmuseum hier auch hinkommt, ist immer noch nicht sicher. Erst muss entschieden werden, was überhaupt reingehört. Dafür haben die Hamburger Historischen Museen mit Börjes von Notz zur Tagung geladen. Liebe Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland, den USA, Großbritannien, nach Hamburg fährt man wegen der Musicals, aber der Nachbar Bremen hat in Bremerhaven mit Auswandererhaus, Klimahaus und dem Deutschen Schifffahrtsmuseum einen Museumskomplex geschaffen, der im Norden seinesgleichen sucht. Das Schifffahrtsmuseum als ältestes wird gerade modernisiert. Ein Thema seiner neuen Direktorin ist die Öffnung für Schulen, auch in Hamburg. Das wäre natürlich sehr, sehr wünschenswert, wenn die Schulen das auch erkennen würden, dass man an einem Ort lernen kann,
der nicht unbedingt die Schulbank bedeutet, sondern man befindet sich in einem Raum, wo Gegenstände anders arrangiert sind, wo vielleicht auch Kreativität und Lernen noch eine andere Chance haben. Und es wäre sehr zu wünschen, wenn vielleicht Hamburg da auch eine Vorreiterrolle spielen könnte. Ein Dilemma für das Deutsche Hafenmuseum: der moderne Hafen ist eine oft menschenleere Industrieanlage, die auch längst nicht mehr nach den fernen Ländern aussieht oder riecht, aus denen sie besucht wird. Schon deshalb muss die Stadt mit diesem Museum endlich von dem Hafen erzählen, den sie abgeschafft hat. Stückgut und viele, viele Arbeiter. Hafen als Heimat. Und als Heimatmuseum? Zollverein ist das Heimatmuseum einer groß gewordenen Region, die sie mit ihren Familien, meist in mehreren Generationen, besuchen und in dem sie ihre eigene Geschichte wiederfinden. Der dieses sagt, hat als Direktor des Essener Ruhrmuseums Zeche Zollverein dazu beigetragen, dass sogar aus Heimatverlust ein Stück Heimat werden konnte. Industriekultur als Teil der Identität, eine Erfolgsgeschichte seit 2010. Hamburg könnte das Hafenmuseum, sowas wie das Regionalmuseum dieser Hafenstadt Hamburg sein. Auch eine Industrie, die sich um den Hafen bildet. Und ich glaube, es könnte, wie wir auch, so etwas wie das große Heimatmuseum Hamburgs werden. Mittagspause. Auch die Themen, die bis morgen Abend diskutiert werden, lassen die Inhalte des zukünftigen Hafenmuseums ahnen. Natürlich soll neben dem alten auch der moderne Hafen vorkommen. Außerdem, ganz im Sinne eines Erlebnismuseums, der Mythos-Hafen, in dem tatsächlich durch einen Kulissenbau das nachempfunden wird. Es geht aber auch, indem man Hörbeispiele, authentische Augenzeugenberichte oder Filmsequenzen benutzt, um das aufleben zu lassen. Auch die Hamburger Werften, das ist die erste Überraschung, sollen im Museum vorkommen. Inspirationen kann man sich auch da gegebenenfalls beim Nachbarn holen, in Bremen. Die ARD-Tagesthemen haben ab Montag einen neuen Hauptmoderator. Ingo Zamparoni hatte die Sendung zwar schon von 2012 bis 2014 vertretungsweise moderiert, dann aber ging er als US-Korrespondent für die ARD nach Washington. Und jetzt ist er zurück hier in Hamburg und schon vor der ersten Ausgabe live bei uns im Hamburg-Journal. Herzlich willkommen, Ingo. Vielen Dank. Ich sage du und der Kollegen, ich habe ausgerechnet, es sind noch genau 98,5 Stunden bis zur ersten Sendung. Bist du schon nervös? Der Countdown läuft. Ja, aus der Nummer komme ich, glaube ich, jetzt nicht mehr raus. Also ein bisschen schon, es ist so eine nervöse Vorfreude. Eine gewisse Anspannung muss da auch sein bei jeder Live-Sendung, das kennst du sicherlich auch. Und insofern freue ich mich da sehr, aber irgendwie ist es noch erst nächste Woche. Das Tagesthemenstudio ist ja hier bei uns auf dem Gelände in Lockstedt und es hat sich, hier lässt sich nichts verbergen, schon rumgesprochen, dass du heimlich probst. Nicht nur heimlich, ich glaube, das könnte jeder im Hauskanal sehen. Es ist ein neues Studio für mich. Ich kenne ja noch die alten Tagesthemen, wo man am Tisch saß und nur hier bis hier zu sehen war und da nicht so viel Varianz drin war. Das neue Studio von ARD aktuell bietet sehr viele Möglichkeiten. Da sind auch eine Menge Kamerafahrten drin und das muss gut sein. Position, dass man da auch das Timing hinkriegt. Insofern habe ich ein bisschen gehen geübt. Okay, also nicht heimlich, aber bis uns war es quasi nur über Umwege vorgedrungen. Es gibt ein Buch. Du hast ein Buch rausgebracht, gerade über dein Verhältnis und über unser Verhältnis zu Amerika. Was musste da unbedingt gesagt werden? Fremdes Land Amerika heißt es. Und ich glaube, dass wir oft so einer Vertrauensillusion erliegen, dass wir meinen, Amerika, die Amerikaner zu kennen und dann auch Rückschlüsse und Erwartungen daher dann ziehen. Aber ich habe das jetzt auch wieder festgestellt, dass dieses Land ist so groß und auch in sich so unterschiedlich und die Amerikaner verstehen sich oft selber nicht, dass sie sich selbst auch ein fremdes Land oft sind in vielen Bereichen und insofern war das ein passender Titel. Sich selber nicht verstehen, gestern Abend, Stichwort, gab es das große Duell Clinton-Trump, hast du es gesehen? Ich habe tatsächlich noch so ein bisschen Jetlag, dass ich es bis 3 Uhr noch geschafft habe und dann die ersten 15, 20 Minuten gesehen habe, dann bin ich auch doch eingeschlafen, irgendwie nachts um 3:30. Aber der Anfang war schon mal ein bisschen moderater als die Schlammschlacht von der zweiten Debatte. Das war schon ziemlich heftig, aber es ging ja dann auch wieder zur Sache. Es bleibt spannend, glaube ich, bis zuletzt. Deine Frau ist Amerikanerin, deine Kinder sind noch in Washington. Mit deiner Frau pendelst du jetzt oder wie machst du das? Wir machen die Tagesthemen zur Wahl in 2,5 Wochen aus Washington, sodass ich meine erste Sendewoche habe nächste Woche. Und dann fliege ich wieder zurück nach Washington und dann werden wir von dort senden. Und dann mal gucken, werde ich ein bisschen hin und her pendeln, bis dann. Aber Sie kommen schon nach Hamburg. Ja. Wir kommen dann alle nach Hamburg und dann sind wir wieder voll Hanseaten ab Januar. Ganz kurze Quizfrage zum Schluss als US-Experte. Kannst du mir sagen, welche Show 1943 in Toledo, Ohio, ihre Uraufführung gefeiert hat und inzwischen mit bis zu 6 Shows parallel um die Welt tourt? Kurze Antwort bitte. In Toledo, Ohio. Eine Zirkusshow?
Fast. Eine Zirkusshow auf dem Eis, vielleicht auch noch Holiday was für dich. Holiday on Eis? Exactly. Holiday on Eis, das ist die spektakuläre Kufenshow in Eisform, in Eisform oder auf dem Eis zumindest. Gestern war die große Eröffnungspremiere der neuen Show hier in Hamburg und zwar mitten im Hotel Atlantik. Und das natürlich mit ganz viel Glimmer und Glitzer, wie immer, und das auch jenseits des Eises, damit es bei so einer neuen Eisgala auch im Zuschauerraum ordentlich funkelt. Heiß auf dem Eis. Yannick Bonheur und Annette Düttert zeigen auf der eigens im großen Ballsaal des Atlantik errichteten Eisfläche, was Eiskunstlauf heute ausmacht. Chartsmucke, viel nackte Haut und eine coole Choreografie. Aber eine Holiday on Ice Gala ist immer auch Schaulaufen auf dem roten Teppich. Prominente aus der Welt des Sports, Showgeschäft oder einfach nur prominent. Zu Holiday on Ice kommen sie alle gern. Holiday on Ice ist einfach immer so eine traumhafte Erinnerung, auch so an die eigene Kindheit. Mein erstes Mal bei Holiday on Ice, ich war ein Kind mit meiner Oma in einem Tourbus, so richtig typisch, gefahren nach Rio und wir haben uns diese Vorstellung angeschaut. So wie jedes kleines Mädchen, also hätte ich gerne so eine Pirouette gekonnt, die man nicht mehr, wo man sich so dreht, dass kein Mensch mehr einen sieht eigentlich. Ich bin selber mal so Dreier gefahren und also beim Axel war ich schon und Dreiersprung und Butterfly. Auch die Moderatorin des Abends, Sylvie Mais, kommt erst mächtig in Fahrt und dann fast ins Straucheln. Bei Holiday on Ice geht es eben furios zu. Und erst das Menü. Serviert werden Topinambur-Süppchen mit Ochsenschwanz und Kalbsmedaillon an Cremolata und Popcorn. Zwischen den Eislaufgängen, versteht sich. Auf dem 60 Quadratmeter großen Catwalk aus Eis verzaubern die Akrobaten auf Schlittschuhen die Gäste. Große Herausforderung auf einer so kleinen Eisbahn, solche tollen Elemente, Piretten und Hebungen zu zeigen, wie wir schon gesehen haben, auch die Sprünge. Normalerweise ist man gewohnt, ob das Gymnastik ist oder Eiskunstlaufen, dass man große Fläche hat und sich frei bewegen kann. Hier auf diesem kleinen Raum, was die hier gezeigt haben, die Eisläufer, das war grandios. Wunderschön anzusehen, sehr akrobatisch. Also ich habe ein paar Mal gedacht, so, oh, Hilfe, das sah wirklich beeindruckend aus. Ein gelungener Saisonauftakt. Im Februar kommt die Holiday on Ice Show Time nach Hamburg in die Barclaycard Arena. Wird sicher wieder ziemlich cool. Ja, Ingo, das war die erste Nachricht aus Hamburg. Holiday on Ice ist hier. Ich hoffe, du freust dich auf deine neue Aufgabe. Auf jeden Fall und freue mich auch wieder in Hamburg zu sein. Würdest du den berühmten Satz, es möge der bessere gewinnen, nochmal sagen? Auf jeden Fall, der ist nach wie vor gültig und ich freue mich schon auf die WM 2018, wenn das wieder dazu kommen könnte, Deutschland gegen Italien. Wir machen uns auf einiges gefasst. Erstmal alles Gute für den Start am Montag. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir machen direkt weiter mit den Nachrichten und Christina. Für Hamburgs verstorbene Kultursenatorin Barbara Kisseler soll es am 19. November eine Trauerfeier geben. Stattfinden wird sie im Deutschen Schauspielhaus. Der genaue Ablauf der Gedenkveranstaltung steht noch nicht fest. Kisseler war am 7. Oktober im Alter von 68 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Den Michel gibt es jetzt auch als App fürs Smartphone. Michel-Besucher, die App heruntergeladen haben, bekommen bei einem Rundgang via Bluetooth Infos zu Turm, Kirche und Krypta aufs Telefon. Anschließend können Sie ein Michel-Quiz mit 10 Fragen lösen. Auch den Segen gibt es jetzt digital, per Michel-App einmalig oder regelmäßig als Abo. Bei der Lufthansa-Tochter Eurowings drohen Streiks. Auch am Hamburger Flughafen müssen sich Passagiere ab Montag auf Flugausfälle einstellen. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO plant Arbeitsniederlegungen, von denen rund ein Dutzend Maschinen am Hamburg Airport betroffen sein könnten. Insgesamt gibt es Montag 74 Starts und Landungen von Eurowings in Fuhlsbüttel. 1926 erschuf die Lyrikerin und Frauenrechtlerin Ida Demel in Hamburg die Gemeinschaft deutscher und österreichischer Künstlerinnen, kurz GEDOK, die sich zu einer bedeutenden Plattform entwickelte. Das Museum für Kunst und Gewerbe widmet den Frauen nun eine Ausstellung. Unser Kulturtipp. Eigensinn, so heißt das Bild der Hamburger Künstlerin Alexandra Povorina aus dem Jahr 1929. Und so lautet der Titel der Ausstellung. Die Frauen der GEDOK wollten der männlich dominierten Kunstwelt gemeinsam entgegentreten.
In der Haspar-Galerie im Museum wird die große Bandbreite der emanzipierten Künstlerinnen gezeigt, die in Hamburg lebten und arbeiteten, wie Anita Reh, Gretchen Wohlwill oder Alma Del Banco. Die Ausstellung wird ein Jahr zu sehen sein. Heute ist Donnerstag und da haben wir ja schon das Wochenende und die kommenden Tage fest im Blick für Sie mit mehr Tipps. Ihre Hamburg-Tipps. Die Polizei, dein Freund und Helfer? Nicht nur. Einmal im Jahr verwandeln sich Kommissar und Co. in echte Showstars. Mit actiongeladener Unterhaltung, gekonnter Akrobatik und jeder Menge Witz begeistert die Polizeishow seit 47 Jahren das Publikum. 3 Stunden rasantes Showprogramm mit rund 300 Akteuren aus aller Welt. Spannender als manch ein Krimi. The Best Jazz is Timeless, heißt sein Programm und Chris Barber muss es wissen. Schon in den 50er Jahren waren er und seine Band Stars der Jazzszene. Kurz vor dem 65. Bühnenjubiläum ist The Big Chris Barber Band wieder auf Tour mit neuen Tönen und bewährten Klassikern. Jazz und Swing vom Feinsten. Judas der Jud, Judas der Teufel! Noch einmal kommt Ben Becker als Judas in den Michel. In der Rolle des Verräters verteidigt er sich nach einem Text von Walter Jens. Danach scheint nichts mehr, wie es war. Ohne Judas gibt es kein Kreuz. Ohne das Kreuz keine Kirche. Für eine gemütliche Mittagspause an der Alster wird es allmählich etwas kühl. Wie wäre es stattdessen mit einem Lunchkonzert? Am kommenden Donnerstag steht Brahms auf der musikalischen Speisekarte. Das Alstertaler Jazzmeeting, einer der Höhepunkte im Hamburger Jazzleben. Motto in diesem Jahr: Jazz meets Rock and More. 6 Bands auf 3 Bühnen und das alles für einen guten Zweck. Und oben leuchten die Sterne und unten leuchten wir. Das geht aber nur mit Laterne und besonders gut natürlich mit einer selbstgebastelten. Dafür gibt es die Laternenwerkstatt. Mitmachen können Kinder zwischen 5 und 10 Jahren. Anmeldung ist nicht erforderlich. Ja, alle unsere Tipps und Infos gibt es wie immer auch im Internet unter ndr.de/hamburg und im NDR-Text auf Tafel 544. Ein Weltstar, dessen erstes Album sich 12 Millionen Mal verkauft hat, erlebte am Anfang Unglaubliches. Die ersten Platten, die er verkauft hat, die schickten die Kunden nämlich einfach zurück. Beschwerdegrund, da sei ja gar kein Gesang drauf, sondern nur merkwürdiges Elektrorauschen. Genau das aber wurde sein Erfolgsrezept, das von Jean-Michel Jarre, dem Elektropionier schlechthin. Und gestern war der Kultfranzose in Hamburg mit neuem und altem Sound. Jahre ist es her, dass Jean-Michel Jarre unter anderem mit diesem Stück die Musikwelt auf den Kopf stellte. Ein minimalistisches Kultwerk, das bis heute Musiker auf der ganzen Welt inspiriert. There is a timeless character. Elektronische Musik hat etwas Zeitloses, denn sie hat absolut nichts mit amerikanischer Popmusik zu tun. Stattdessen ist sie mit ihren klassischen Elementen eng mit Europa verbunden, vor allem mit Deutschland und Frankreich. Die Zuschauer in der Hamburger Arena bekamen gestern einiges geboten. Denn die Konzerte von Jean-Michel Jarre sind gigantische Spektakel. Alles ist Laser, Farbe, Blitz und Donner. Ich mag es, ganze Soundlandschaften zu komponieren, so eine Art musikalische Architektur. Ich spiele gern mit den Perspektiven, benutze verschiedene visuelle Effekte. So versuche ich, keine optische, sondern, ja, man könnte sagen, eine Audio-Illusion zu erschaffen. Schon sein Vater gelangte als Komponist der Dr. Chivago Suite zu Weltruhm. Jean-Michel Jarre setzte auf neue Töne und begeisterte gestern gleich mehrere Generationen Hamburger. Super. Seit 40 Jahren Fan, das erste Mal dabei. Super. Die Lichtshow war schon mega. Also, das muss ich schon sagen. War geil. Der Typ, der ist von einer anderen Welt. Also, das ist einfach fantastisch. Denn
die Musik, ja, 30 Jahre oder länger, als ich sie da das erste Mal gehört habe. Da war ich so begeistert davon und naja, die Begeisterung ist bis heute geblieben. Jean-Michel Jarre, gestern kehrte er auf die Hamburger Bühne zurück und zeigte, dass seine Kompositionen auch heute noch alles andere als olle Kamellen sind. Willkommen zu unserer Aktion Hamburger des Tages. Sie, liebe Zuschauer, nutzen im Moment mit viel Freude die Möglichkeit, bei uns einem netten Mitmenschen Danke zu sagen. Im Radio auf NDR 90,3 und auch hier im Hamburg-Journal. Hallo, mein Name ist Alexander Tran aus Rahlstedt und mein Hamburger des Tages ist meine Mutter tatsächlich. Und weil sie ständig mit mir aufopfernd und hilfsbereit auf Wochenmärkten steht, wie zum Beispiel auf dem Isemarkt oder auf dem Turmweg. Und genau deshalb, genau aus diesem Grund ist sie meine Hamburgerin des Tages. Wie schön. Wenn Sie sich auch bei jemandem bedanken möchten, dann machen Sie mit. Alle Infos im Internet unter ndr.de/903 oder unter der kostenfreien Telefonnummer 08000 90 93 93. So, und jetzt feiern wir noch kurz das Laubhüttenfest. Das begeht die jüdische Gemeinde nämlich diese Woche. Und da darf, wie der Name schon sagt, die Hütte nicht fehlen. Das Errichten symbolischer Hütten ist dabei ein wichtiger Brauch, wie hier im Innenhof der Synagoge in Eimsbüttel, immerhin 81 Quadratmeter groß. 7 Tage dauert das Fest, das auch Sukkot heißt. Landesrabbiner Shlomo Bistritzki hat heute Vormittag Frauen zum Frühstück begrüßt. Das Fest hat 2 Bedeutungen, den Abschluss der Ernte und die Hütte erinnert auch an den Auszug aus Ägypten. Damals lebten die Israeliten in provisorischen Behausungen. In Israel schlafen gläubige Juden in diesen Tagen tatsächlich in Hütten. Hier in Hamburg ist es dafür etwas zu kalt. Aber auch morgen ist es auf jeden Fall gut, ein Dach über dem Kopf zu haben. Morgens bedeckt und Regen 6 Grad. Mittags bedeckt und Regen 9 Grad. Abends bedeckt 7 Grad. Und es soll leider regnerisch bleiben. Am Sonntag endet das Fest. Danach wird die Hütte wieder abgebaut. Ja, hier geht es gleich amüsant weiter im Programm. Im Spielfilm Einmal Hallig und zurück mit Anke Engelke als Klatschreporterin, die einem Umweltskandal auf der Spur ist. Und Charlie Hübner als kauzigem Vogel war. Das verspricht lustig zu werden. Also ab auf die Hallig, gleich direkt nach der Tagesschau. Ihnen einen schönen kuscheligen Abend. Bis morgen. Tschüss. Tschüss, schönen Abend.